NPC. Der Begriff NPC taucht in letzter Zeit regelmäßig in Artikeln auf, aber was ist ein NPC? NPC bedeutet Non-Player Character, kurz gesagt ein Statist, ein Darsteller, der eine stumme Nebenrolle im Theater oder im Film besetzt, unbedeutend, nebensächlich. Wie kann man einen NPC erkennen? Der Mensch an sich ist ein Avatar, eine Maschine, eine Hülle oder das Gefäß, welches unsere Seele aufnehmen kann. Es gibt viele Beschreibungen für unseren Körper, ich bin in anderen Artikeln auf das Thema bereits eingegangen. Wir wissen also, dass der Körper allein nichts mit uns als Mensch zu tun hat. Wir, also unser Bewusstsein, wird durch die Seele ausgemacht und diese Seele steuert den Körper und kann so Erfahrungen sammeln. Wenn ein Mann und eine Frau sich vereinigen, dann kann daraus ein Kind entstehen und ein weiterer Körper ist geschaffen. Und dann wiederum hat eine Seele die Möglichkeit, in diesen Körper zu inkarnieren und ein Leben hier zu leben, solange der Körper eben lebensfähig ist. Stirbt der Körper, dann verlässt die Seele selbigen und kann in einen anderen Körper reinkarnieren. Auch auf diesen Kreislauf bin ich schon ausführlich eingegangen. Nennen wir also den Körper einfach Avatar, um den Überblick nicht zu verlieren. Der Avatar durchläuft nach der Geburt die Systemprogrammierung vom Kindergarten über Schule, die Ausbildung, das Studium bis hin zum Beruf. In all diesen Institutionen lernen wir absoluten Gehorsam gegenüber den Vorgesetzten. Vorgesetzte Personen, Personen, die uns vorgesetzt werden. Oftmals haben sich diese den Status nicht verdient durch Leistungen oder außergewöhnliche Eigenschaften. Nein, es sind einfach nur Personen, die uns vorgesetzt werden und so den Anspruch erheben, uns dirigieren zu können, uns etwas diktieren zu dürfen. Wenn wir ihren Befehlen nicht Folge leisten, dann setzen sie in den meisten Fällen Gewalt oder Nötigung ein, um ihre Forderungen durchzusetzen. Und das ist ein normaler Vorgang, den das System in fast allen Bereichen unseres Lebens macht. Es wird etwas über den Willen eines Menschen gestellt und bei Nichteinhaltung mit Gewalt durchgesetzt. Auch wird jegliche Form des eigenständigen Denkens im Keim erstickt. Hinterfragen, selbstständiges Denken, Kreativität, all diese Dinge werden uns von Kindesbeinen an abtrainiert und aberzogen. In unserer Realität sind wir kleine graue Sklaven, denen kein eigener Wille gestattet wird. Nun aber verhält es sich ja so, dass einige sich dieser Programmierung entziehen. Es gibt Avatare, bei denen greift die Programmierung nicht, bei anderen ist sie nur oberflächlich und wieder andere können sich aus der Programmierung befreien. Einem NPC stehen solcherlei Möglichkeiten nicht zur Verfügung, allein schon deshalb, weil er nicht in der gleichen Art beseelt ist wie wir. Ja, zugegeben, jetzt wird es schwierig, denn es sind doch die gleichen Menschen wie wir. Sie haben die gleichen Bedürfnisse wie wir. Auf den ersten Blick gibt es gar keinen Unterschied. Und das liegt daran, dass wir nun ganz klar trennen müssen zwischen dem Avatar und dem Menschen, also dem Bewusstsein. Der Avatar ist nur eine Maschine, die uns das Handeln ermöglicht. Ein NPC ist im Prinzip ein Avatar, der im Automodus läuft. Was wir als Mensch bezeichnen, ist ein Avatar, der von einer Seele gesteuert wird. Ein NPC kann nicht aus eigener Kraft aus der Programmierung ausbrechen, ein Mensch aber eben schon. Ein NPC kann innerhalb seiner Programmierung alles machen, was wir auch machen. Und daher kann man keinen Unterschied erkennen. Sie passen sich gut an und können unterschiedlich in ihrem Handeln agieren. Und das macht es auch so schwer, sie zu erkennen. Denn je nach Beeinflussung des Umfeldes verhalten sich NPCs anders. So kann zum Beispiel ein NPC, der unter naturverbundenen Menschen lebt, die Eigenschaften der Menschen annehmen. Ein NPC in der Finanzwelt nimmt ebenfalls die Eigenschaft der Menschen an, die er dort erlebt. Sie werden also genauso wie wir durch ihr Umfeld geprägt. Sie können Dinge annehmen oder ablehnen, aber nur Dinge, die ihnen präsentiert werden. Aus eigener Kraft können sie nichts ändern oder anstreben. Als Beispiel: Das System hat uns die Klimaerwärmung untergejubelt. Nun ist es aber seit Jahren immer kälter geworden. Die Sommer werden kälter, die Winter werden länger, die Pole gewinnen an Eismasse. Und all diese Dinge passen eben nicht zu einer Klimaerwärmung. Menschen kommen also langsam ins Grübeln und an den Punkt, dass da etwas nicht stimmen kann. Mit diesem Misstrauen begeben sich Menschen auf die Suche nach einer Erklärung. Sie beginnen das Narrativ zu hinterfragen und suchen nach Antworten.
Ein NPC kann das nicht. Er stellt zwar auch fest, dass es kälter wird, kann aber nicht ergründen, warum. Er lebt nun in dem Konflikt, dass das System sagt, es sei eine Klimaerwärmung, die Realität aber zeigt, dass es kälter wird. Und entweder verdrängt er also diese Tatsache, dass es kälter wird, oder verfällt in den Kreislauf der Panik. Denn er lebt nun mit den widersprüchlichen Angaben. Und dann fangen NPC an, alles zu leugnen, was man ihnen sagt. Sie gehen in den Angriff und versuchen mit haltlosen Argumenten das Phänomen zu erklären. Denn wenn das System sagt, es ist Klimaerwärmung, dann ist das so. Und das System weiß um diesen Umstand und die Schwäche der NPC. Und so geht es eben her und nennt die Klimaerwärmung ab sofort Klimawandel. Mit dieser Änderung kann der NPC nun gut leben, ohne einen inneren Konflikt austragen zu müssen. Und das passiert immer dann, wenn wir Menschen Lügen im System aufdecken. Dann bringen wir auch die NPCs in Verlegenheit und das System muss eingreifen. Und so kommen dann abgewandelte kurze Erklärungen oder auch eben Namensänderungen. Ein NPC braucht eine Erklärung von einem Vorgesetzten oder eben dem System. Ein Mensch allerdings kann einem NPC nichts erklären, denn für ihn hat der Mensch nicht den Stellenwert, den das System hat. Wir sind nicht ernst zu nehmen, denn wir widersetzen uns dem System und das kann ein NPC nicht verstehen. Er kann seine Programmierung nicht so ohne weiteres verlassen und das erklärt auch, warum wir so extrem scheitern bei dem Versuch, einen NPC zum Aufwachen zu bewegen. Wir Menschen können unsere Programmierung ändern oder umschreiben, sie erweitern oder aufgeben. Ein NPC kann nur neu programmiert werden oder von einer höheren Instanz korrigiert werden. Er nimmt auch nur Befehle vom System an, denn zum Beispiel ein Doktor, der nicht vom System als okay deklariert wurde, wird nicht anerkannt. Das haben wir ja bei der Grippe gesehen. Egal wie viele Professoren, Doktoren oder Studien man angeführt hat, es wird nicht angenommen. Nur die Aussagen vom System und der Systemsprecher haben einen Einfluss auf den NPC. Und da spielt es auch keine Rolle, welchen Bildungsstand oder Erfahrungsschatz derjenige hat. Wichtig ist nur, dass er vom System als glaubwürdig eingestuft wird. Da ein NPC nicht in der Lage ist, selbstständig eine Entscheidung zu treffen, ist er also auf das System angewiesen. Denn er hat von Beginn an gelernt, nur dem System zu vertrauen. Alles andere stellt für ihn eine Gefahr dar und wird strikt abgelehnt, da er nicht in der Lage ist, das Gehörte so zu differenzieren, dass er sich daraus eine eigene Meinung bilden kann. Wie also verhalten sich NPCs? Ist euch schon mal aufgefallen, dass immer, wenn man etwas vom vorgegebenen Weg abkommt, sofort das ganze Umfeld aktiviert wird und versucht, einen wieder auf die richtige Spur zu bringen? Zum Beispiel, fangt doch an, euch öfter in der Natur aufzuhalten. Ihr werdet sofort beobachten können, dass Personen aus eurem Umfeld versuchen, euch die Gefahren beim Wandern zu erklären, wie gefährlich es ist in der Natur und was einem alles passieren kann, Zecken, Sonnenbrand. Mit den haarsträubendsten Argumenten kommen sie, nur um uns von unserem Vorhaben abzubringen. Ganz extrem fällt das auf, wenn wir gegen das System denken. Die Aussage, dass wir zum Beispiel Windräder nicht gut finden, ruft auch sofort die kleinsten Systemhelfer auf den Plan und sie setzen alles daran, uns von dem Gedanken abzubringen. Sie können allerdings nicht logisch argumentieren, denn sie haben nur die Informationen vom System. An solchen Diskussionen kann man schön erkennen, dass ein NPC nur seine Meinung hat und nicht offen ist für andere. Andere Meinungen können also nur falsch sein, da sie nicht mit dem übereinstimmen, was man vom System kennt. Und wenn gar nichts mehr geht, dann endet eine solche Diskussion in Beschimpfungen. Ich nenne diese Menschen gern Menschen mit RTL-Diplom. Auffällig ist bei NPCs auch, dass sie empathielos wirken, wenn man ihnen zum Beispiel eine Blume zeigt. Dann kommt meist die Antwort, ja schön, eine Blume. Den Zauber, den eine Blume hat, können sie nicht erkennen. Für sie ist sie praktisch ein toter Gegenstand. Auch zu Tieren haben sie keine engeren Bindungen. Wenn sie Tiere haben, dann meist als Statussymbol oder weil es schick ist, aber niemals um die Liebe der Tiere zu spüren. Für Tiere sind NPCs nicht existent. Sie werden größtenteils ignoriert.
Wenn Tiere einen Menschen ablehnen, dann wohnt etwas Böses in dem Avatar. Das können sie spüren. Das hat allerdings nichts mit NPCs zu tun. Ein NPC ist in der Regel neutral, weder böse noch gut. Er hat praktisch gar keine emotionale Eigenschaft. Durch die Systemmedien werden die NPCs programmiert und ihre Wertvorstellungen werden so geprägt. Das System arbeitet dann mit einfachen Schlagwörtern wie Verschwörungstheoretiker, Klimaleugner, Rechtsradikal und all diese Deklarationen ermöglichen es dem NPC, sein Umfeld in passende Schubladen zu sortieren. Das System schafft Aufklärung, wie man mit Menschen umgehen soll, die andere Meinungen haben. Wir belustigen uns über diese Verhaltensvideos, aber für einen NPC sind sie sehr wichtig, denn so hat er eine Anleitung, wie er mit den Menschen umgehen soll, die er in die diversen Schubladen gepresst hat. NPCs sind zudem materiell veranlagt und legen sehr viel Wert auf die äußere Wahrnehmung. Sie sind bestrebt, nicht aufzufallen. Sie gleiten praktisch unsichtbar im Strom dahin. Nur wenn sie merken, dass jemand gegen das System ist, werden sie aktiviert und versuchen mit allen Mitteln dagegen zu arbeiten, sodass der Ausreißer sofort wieder in das System zurückgeführt werden kann. Nun ist natürlich die große Frage, warum sind NPCs hier? Sie sind ein Überwachungsorgan des Systems. Wir Menschen dürfen nicht ohne Kontrolle sein. Es muss eine Instanz geben, die im Notfall sofort eingreifen kann. Wären wir nämlich uns selbst überlassen, bestünde die Gefahr, dass wir uns unkontrolliert zusammenschließen und in die Unabhängigkeit gelangen könnten. Quellen berichten, dass es inzwischen mehr NPCs geben soll als Menschen und das zeigt, dass wir ständig unter Beobachtung stehen. Wir können praktisch keinen Schritt machen, ohne dass wir überwacht werden. Sei es nun der Nachbar, der aus dem Fenster starrt, die Freunde, die sich regelmäßig selbst einladen oder der weitere Bekanntenkreis, nicht zu vergessen die Arbeitskollegen. Und da kommt mir der Gedanke, dass das System uns Menschen auf der Welt sehr vereinzelt, sehr zerstreut hat und die Lücken einfach nur mit NPCs gefüllt hat. Einmal, damit wir nicht alleine sind, denn wir neigen dazu, in Gesellschaft leben zu wollen. Und zum anderen besteht nicht die Gefahr, dass zu viele Menschen auf einem Haufen zusammenkommen. Bestünde also die Möglichkeit, dass wir im realen Leben versuchen müssten, uns wieder zu finden, dass wir anfangen müssten, uns Menschen wieder zu verbinden mit Menschen? Es kann gut sein, dass wir unsere Potenziale sofort wiederentdecken, sobald genügend Menschen sich gefunden haben. Denken wir nur mehr an das Gefühl auf einem Konzert oder einer großen Veranstaltung. Da treffen sich Menschen mit gleicher Gesinnung, ja, da sind auch NPCs vor Ort, aber vielleicht nicht in der Überzahl. Wenn man auf diesen großen Veranstaltungen ist, dann kann man die Magie spüren, den Spirit, der von all den Menschen ausgeht. Wir lösen uns als Individuum auf und gehen in die Gemeinschaft ein. Aus dem Ego wird ein Wir. Diese Energie, die an solchen Orten freigesetzt wird, ist unbeschreiblich und sehr machtvoll. Das Problem ist leider, das System benutzt diese Macht gegen uns. Was würde wohl passieren, wenn wir diese Macht für uns einsetzen würden? Und wieder, nur ein Gedanke. Mehr.